Man könnte annehmen, so, du bist ja auch viel in Köln und hast da gewohnt und so. Ja. Ach, du meinst, dass ich schwul bin? Ja, bist du? Boah, das kann sein. Lass uns das doch mal ausprobieren. Nein, ich habe Angst, weil du ziehst es durch. Jetzt. Ich zieh das voll durch. Hast du schon mal einen Mann geküsst? Ja, ja, ganz oft. Mit Zunge? Ganz oft, ja, ganz Wen? Oft. Dich eben noch. Hast du es vergessen? Ich habe dich mit der Brille nicht erkannt, sorry. Nee, ich hab Jan Böhmermann zuletzt geküsst. Fast. Jan hat zurückgezogen im letzten Moment. Ich wollte gerade sagen, das zieht er nicht durch. Ich habe Stefan Raab auch schon geküsst. Das habe ich gesehen, stimmt, das habe ich gesehen. Ja. Aber der mochte das gar nicht. Ich glaube, der ist ein bisschen türkophob. Also schwul okay, aber Türke nein. Ja, du stoppelst aber auch. Das ist auch so ein bisschen das Problem. Aber das ist doch das Schöne. Also ich meine, gerade das Kratzen ist doch der Reiz an der Sache, oder? Ich beneide dich um deinen wahnsinnig virilen Bart. Findest du? Du hast einen schönen Bart. Du hast einen schönen viril Bart. Viril habe ich jetzt häufiger gehört. Das heißt männlich. Ne? Warum männlich, sagt man neuerdings viril und nicht männlich? Weil es wesentlich intellektueller klingt. Okay. Und weil du damit auch schon 50% der Zielgruppe ausschließt und denkst, oh, der muss aber, der hat einen sehr großen Kopf und benutzt Wörter wie viril, der muss sehr schlau sein, der Krause.